Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Die Gilde 3. So, wir haben erfolgreich sieben unseres Konkurrenten angeklagt. Mal gucken, was dabei rumkommt. Vielen Dank, hohes Gericht. Sieben Beweise. Könnte gut werden. Kann man leider nicht überspringen, machen wir ein bisschen schneller. Für diese Verbrechen erwarte ich ein gerechtes Urteil. Das Gericht wird nun die Angeklagte anhören. Wie bekennt ihr euch? Ich bin unschuldig. Ja, natürlich. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zur Urteilsfindung. 1,8 Runden Gefängnis. Schuldig. 1,8 Runden Gefängnis. Und 1,8 Runden Gefängnis. Schade. Das ist ja schon fast zu wenig. So, unser Hauptscharf ist hier, weil wir haben eine Amtswahl, aber erst in der nächsten Runde sehe ich gerade. Habe ich euch ein bisschen zu früh dazu geholt, ja? Macht aber nichts. Wir können mal mit ihm sprechen. Hiermit ist die Sitzung geschlossen. Wir müssen der Bürokratie schmieren, warum nicht? Achso, kann ich nicht. Ich möchte einen neuen Titel erwerben. 16.000 und 800 Einfluss. Oh Gott. Gut. Wir können jetzt ein Patrizier ausmachen. Vetternpolitik ist freigeschaltet. Sehr schön. Euer unermüdlicher Tatendrang hat euch die Erlaubnis angebracht, einen neuen Titel tragen zu dürfen. Uiuiui. Wir dürfen Bart nehmen. Ich bin dagegen. Wir dürfen Gebäude erobern. Benutzbar von Schergen. Familienschwert brauchen wir. Patrizierhaus oder Herrenhaus. 6 Angriffskraft, 3 Verteidigung, 68 Schaden. Und eine Ratsherrenkette, Ansehensbonus und Einschüchtern. Ui, Perle, Purpur, Goldkette, Beschlag. Sehr schön. Dann lass uns doch mal. Ups. Lass uns doch mal. Außenansicht. Patrizierhaus brauchen wir aber direkt in der Stadt, oder? Muss ich auch. Das muss ja gesehen werden. Wohnhäuser. Patrizierhaus. Was hätten wir denn gern? Das sieht gut aus. Das kostet 12.000. Gut. Haben wir nicht. Ich bin der Meister. Das heißt, wir werden noch ein bisschen Taschendiebstahl begehen. Sicher. Jawohl. Irgendwo hier auf dem Markt, wo wir hoffentlich nicht erwischt werden. Oh, du kannst eigentlich auch mal Würfel spielen. Ist das ballistisch? Hier. Gut. 50%. Oh, Amtsabstimmung. Illegal, 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 illegal. Feierabend? Was ist das? Achso, die Räder sollen rollen. Du bist ein Vorknecht, du bist ein Vorknecht. Du bist ein Vorknecht. Oh, hast du fertig? Hast du fertig spioniert, ja? Ist das Haus weg? Das Haus ist weg. Weinkram. Na gut, dann. Ein Gebäude erobern, kostet 3.000. Da bin ich jetzt mal gespannt, um ehrlich zu sein. Wir haben auch noch Untätige. Ich warte. Zur Stelle. Vorknecht. Was wollt ihr erledigt wissen? Schergen? Achso, du hast dich heilen lassen, ne? Du darfst mal. Was darfst du denn machen? Jemanden eskortieren? Den zweiten. Gut, dann lass uns mal zurück zu unserem Haus. Und mal schauen, was die Schergen da macht. Wie lautet der Plan? Beim Erobern. Minus 3.000. Und was nun? Ist das jetzt erobert oder nicht, oder was? Natürlich werde ich euch unterstützen. Achso, die ist noch dabei. Machen wir auf vierfach. Blö. Läuft eigentlich noch irgendwie Anklage gegen uns? Ja. Ganz viele. Das Glück ist mit euch. Oh, habe ich gewonnen?
hat ein Würfelspiel in der Taverne gewonnen. Gut, weißt du was, dann geh du mal in deiner normalen Arbeit nach. Ich möchte mir das hier einmal angucken. Freimaurer haben etwas bekannt gegeben. Die Produktion wurde unterbrochen. Produktion wurde unterbrochen? Das gibt's ja wohl nicht. Ein Diebeshaus? Weil es lagervoll ist, oder was? Ach so, weil wir haben keinen Fluchknecht. Tätigen. Bitte. Es wurde Klage gegen eure Familie eingereicht. Wieder? Aber langsam mal gut. Unschuldig. Achso, Gebäude erobern ist illegal. Macht nichts. Gehört das denn jetzt uns? Wo ist es denn? Da. Nö. Nicht so aus. Drei von Schädlingen. Demotiviert durch schlechtes Ansehen. Ihr wünscht? Und du bist ziemlich K.O., ja? Gut, dann wird das wohl nicht erfolgreich gewesen sein. Wir müssen unbedingt diese Familie loswerden. Das kotzt mich ein bisschen an. Da ist auch schon wieder ein Erbe erwachsen. Ah. Wie sieht's denn bei uns eigentlich aus? Unser Sohn ist 3, der kann auch nichts machen. Gut. Patrizierhaus können wir nicht bauen, das ist zu teuer. Du darfst mal deine Arbeit unterbrechen. So. Du machst gerade Würfelspiel, dann mach das mal. Mach mal ein bisschen schneller. Selbstverständlich. Es war erfolgreich, das ist schön. Wird erledigt. Dann rennen wir wieder in die Stadt hier hin. Sicher. Oh, da ist was. Da ist ein Opfer. Aber da ist auch ein Stadtgardist. Aber egal, das klappt. Da bin ich mir fast sicher. 85%. Gardisten gehen alle von uns weg, so wie es aussieht. Dann sieht das nämlich auch keiner, hoffe ich. Erfolgreich, 25 Münzen. Wird erledigt. Das klingt gut. Den Apfel. Nö, mit dem brauche ich mich nicht weiter verbinden. Der mag mich ja schon, glaub. Obwohl, nee, so hoch ist das Ansehen nicht. Ein Angestellter ist betrunken. Wegen den Morden, glaube ich. Durch euch bin ich zu einem besseren Menschen geworden. So, dann lass uns doch mal gucken. Ja. Wolf. Der sieht aus wie ein Dieb. Wilhelm. Da sind zu viele Gardisten. Jawohl. Kerkermeisterin. Auf keinen Fall. Das ist undenkbar. Taschendiebstahl. 85% nur. Ja, das klappt. Da ist doch. Kiefernholzbrett. Das geht schnell. Selbstverständlich. Wen können wir denn noch? Der sieht reich aus, aber der müsste vom Marktstand weggehen. Da läuft aus einem Stadtgardist rum. Stadtgardist. Sicher. Gut. 12.000 brauchen wir. 2.000 fehlen noch. Und dann wären wir auch pleite. Das will ich natürlich auch nicht. Gut. Oh. Ja. Ja. 86%. 200, sehr schön. Sicher. Oh, ich liebe, dass das so lukrativ ist. Das geht schnell. Gut. Nur 12? Das ist zu wenig. Sehr kaum gelohnt. Die Ecke hier finde ich eigentlich ganz cool. Schnell. Wird erledigt. Wir müssen nur mal warten, bis einer vorbeikommt. Möglichst keine Wache in der Nähe ist. Kommt in die beste Spelunke der Stadt. Laura? Das ist ein Gardist? Nö, dann stehen wir hier halt nur rum. Ach ja. Leider dauert das immer so lange. Stillstand ist Rückschritt.
Fuhrmarkt. Buchknecht, Fuhrmarkt, Buchknecht, Buchknecht. Pergin, behandeln lassen. Wer bist du? Warum stehst du hier nur rum? Ich will Beute machen. Räuber? Handlesen, achso. Na, was kommt dabei rum? Liest du gerade in deiner eigenen Hand? Und hast Handschuhe dabei an? Das ist bestimmt, bestimmt schlau. Sechs. Wow. ich finde das ein bisschen schade, dass man seinen Angestellten nicht trainieren kann. Diebe, sprich, zum Beispiel Diebe darin ja. ausbilden, nicht erwischt zu werden. Nee, da ist ein Stadtgardister näher. Dauert echt zu lange, bis man jemanden findet, oder? Willst du von mir? Jawohl. Sicher. Werbeliste geschlossen. Oh, haben sich leider noch mehr beworben. Ich dachte, ich wäre der einzige Bewerber. Na, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Selbstverständlich. Wie, du bist auch Dieb? Gibt's ja wohl nicht. Kann ich die Stadtgardisten eigentlich beklauen? 82%? Mach mal. Oh, schade, ja, erwischt. Sicher. Das wäre lustig gewesen. Sicher. War nicht schlau. Das geht schnell. Da ist hier ein Gardist in der Nähe. Sieht nicht so aus. Der will auch gerade nicht zu. Ah, scheiße, der kommt jetzt in unsere Richtung. Klasse, endlich wieder was. Jawohl. Wird erledigt. Selbstverständlich. 200 Münzen. Gut. Gut. Also wenn man die richtigen Leute erwischt, ist das echt lukrativ. Hurra! Klasse, endlich wieder was zu tun. Auch Dieb? Ach nee, du bist bestimmt Scherbin. Gut. Wird erledigt. Ah, Mist. Das könnte lukrativ sein, aber da ist wieder ein Gardist in der Nähe. Ich eile. Bleib mal hier stehen. Vielleicht biegt der Gardist ab. Na, ja, der hat das schon geahnt, so wie es aussieht. Noch ein Gardist. Das geht schnell. Landsknecht. Jawohl. Ah, ist leider zu viel los gerade hier. Jawohl. Wilfried. Darin. Ja. 190. Jawohl. Kann ich die eigentlich bestechen? So eine Richterin, ne? Jo. 5000. Wie heißt denn die? Sibylle Röttlinger. Sibylle Röttlinger. Bestechen. Die Glinde. Da haben wir sie. Was geht denn? Muss ich mich verarschen? Ist so da. Wo willst du denn jetzt hin? Ich kann hier gerade unmöglich weg. Wundert mich gerade ein bisschen. Noch 6700. Wir haben mehr verloren als gewonnen, kann das sein? Ich frage mich, wo der gerade hin will, weil die stand doch direkt vor uns. Oder sehe ich das falsch? Ich 83. Habe etwas für euch. Oh, ich danke euch. War irgendwie nicht der, den ich erwartet habe. So, die Runde ist auch bald doch zu Ende. In ein paar wenigen Minuten. Jawohl. Zack. Das ist ein Diebstahl. Gut.
155? Sicher. Ja. Es gibt ganz schön viele Diebe hier, ha? Mein Ansehen ist übrigens absolut grausig. Das muss ich unbedingt mal aufpolieren. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht wie. Ist er vorgelegt? Wohl nicht. Sicher. Gibt's hier hinten irgendwas? Nee, ne? Nee. Ich eile. Wohlgemut. Verbär. Ja. Bleibst du denn? Ach, da hinten bist du noch. Selbstverständlich. Ah, Runde zu Ende. Aber ist egal, müsste ja da gleich weitergehen. Die Personen sollten ja nicht einfach verschwinden, meine ich, oder? Meine nicht. Aber gut, wir machen noch ein bisschen Taschendiebstahl und dann schauen wir uns noch die Amtswahl an. Ob wir die schaffen oder nicht. Ärgert mich ein bisschen, dass das anscheinend auch Diebe sind. Ich eile. Erfolgreich. Klaus. Ah, Mist, was hier in Stuttgart ist. Wird der Gardist nicht in diese Richtung kommen? Wäre das gar nicht schlecht gewesen. Landsknecht. Ah, Stadtgardisten beklaue ich mal lieber nicht. Der klagt uns sofort an, wenn er uns erwischt. Ah, Mist. Konkurrenz. Möchte ich nicht beklauen. Wir sind, unser Ansehen ist sowieso schon nicht so gut. Hier, Knochenhauer. Oh, war erfolgreich. Sehr schön. Jawohl. Auch erfolgreich. Da ist der Herr Carsten. Napfel wollen wir nicht beklauen. 79% ist aber auch zu wenig. 85%. Ja. Oh, viel geschlagen. Schade. Konkurrenz. Ah, das ist gerade zu viel durcheinander. Ich kann mich nicht entscheiden. Ah, da kommt aber auch wieder ein Gardist. Müssen wir leider noch mal ein bisschen warten, bis das vorbei ist. Aber wie gesagt, das ist richtig, richtig lukrativ, wenn es klappt. 89%. Ja. Das war aber knapp. Hat er uns gesehen? Nee, sonst hätte er uns schon angegriffen, glaube ich. Ah, dankbar. Wenn ihr meine Familie unterstützt, unterstützen wir im Was ist das hier? Linke Hand, achso. Verstärkt. Verwandlungskünstler. Höhere Chance bei Taschendiebstahl, Gebäudeeinbruch, Hinterhalt und Musizieren. Oh. Woher hast du denn den Buff? Steht nicht bei, leider. Ein Uhr morgens und alles 81% ist okay, glaube ich. Sicher. Oh, da ist ein Gardist. Auf. Ja. Boah, hat aber geklappt. 350 Münzen, Mensch. Fuhrknecht, der Fuhrknechte lohnt sich nicht auszurauben. Lars. Klasse, endlich wieder was zu tun. Ah, Mist, erwischt. Ich eile, ich eile. Ab. Jawohl. Auf weg. Ich eile. Lauft ihr uns hinterher? Ja, tut er. Die Produktion wurde unterbrochen. Ich eile. Wieder? Komm gleich mal vorbeigucken. Ja, ich kann sowieso nicht abhauen. So, meine Scherge greift nämlich mit an. Vielleicht schaffen wir den. Xaver? Oder Xaver? Ja, müssen wir mal ein bisschen schneller machen. Oh, sehr schön. Nun? Dann kannst du den nämlich ausnehmen. Das geht schnell. Und jegliche Beweise klauen, mundtot machen, wie auch immer. Wie erwischt! Vielleicht geht das mit Stadtgardisten nicht, das kann natürlich sein. Jawohl. So stelle ich mal da hin. Produktion wurde eingestellt. Bei den Dieben. Oh,
doch kein Fuhrknecht? Ah doch, der hat aber Feierabend. Warum hat der Feierabend? Ach ja, schade. So, du musst leider noch ein bisschen warten. Wann ist denn die Amtswahl? Um 9.07 Uhr. Komm, ich beschleunige einfach mal. Du musst dich sowieso heilen lassen. Wird erledigt. Nun, was ist? Ja. Und wir beschleunigen mal, dass wir uns die Amtswahl noch angucken können. Um 9.07 Uhr. Selbstverständlich. Jawohl. Dann geh mal da mit rein in den Raum. Ah, das ist aber ein bisschen sehr aufdringlich, ne? Ja. Selbstverständlich, also die Produktion wurde unterbrochen. Meine Klinge ist gewetzt. Die Produktion wurde unterbrochen. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Das ist natürlich scheiße, dass der Fuhrknecht so lange pennt. Der müsste jetzt gleich aber loslegen, ne? Das hier aber auch auf 5-mal bestätigen. Dating. Und das hier auch auf 5. So, jetzt dürfte die Produktion weitergehen. Was ist? So, 9 Uhr gleich in 3 Stunden. Ne, 4 Stunden. Egal. Das gucken wir uns trotzdem noch an. Geht ja schnell. Vierfache Geschwindigkeit. Du darfst mal weiterarbeiten. Eine Familienfehde beginnt. Winkelmann und Wohlgemut. Winkelmann, wer war denn Winkelmann? Apfel und Hühnerhorst sind unsere Verbündeten. Die uns nicht besonders mögen, wohlgemerkt. Was ist das? So. Es ist mir eine Ehre. Was eigentlich macht eigentlich unsere Schergin? Fuhrknecht. Schergin. Du darfst mal jemanden eskortieren, und zwar ihn. Das gibt ohne Fleiß kein. Dann schauen wir uns mal an, wie das hier ausgeht. Ah, 7:30, ein bisschen müssen wir noch warten. Das Gericht wird nun den Angeklagten. Wie bekennt ihr? Wer ist angeklagt? Unschuldig. Nachdem nun alle Beweise vorgetragen wurden, kommen wir jetzt zur Urteilsfindung. Schuldig. Konkurrenz ist uninteressant. Das Gericht erklärt den Angeklagten schuldig. So, wir können dann in der nächsten Runde auch endlich das Patrizierhaus bauen. Denke ich mal. Ein Familienmitglied wird angegriffen. Was? Wo gibt's denn sowas? In Gegenwart verbringen. Er wird angegriffen? Von wem? Würfel spielen illegal oder was? Ich sehe nicht, dass der angegriffen wird. Tun ohne Fleiß kein Preis. Ja, komm. Eigentlich kann er dann gleich hier stehen bleiben, oder? Muss er an den Ratssitzungen teilnehmen. Ach ja. Wie sieht das denn eigentlich aus hier mit der Gilde? Gar nicht gut. Wir kommen irgendwie nicht weiter in die Richtung, oder? Sind auch Diebe? Ich fasse es nicht. Wie bekennt ihr euch? Ich bin unschuldig. Nachdem nun alle was ist eigentlich mit der Amtswahl passiert? Kommen wir jetzt zur Urteilsfindung. Hat die überhaupt stattgefunden? Johann Napfel. Torwächter. Wachhauptmann. Staatsassistent. Schuldig. Wenn er hier mehr erhalten. Schuldig. Berger. Eine Gerichtsverhandlung wurde angesetzt. Gegen Albert. Aha. Das Gericht erklärt den Angeklagten. So, jetzt müssen wir aber trotzdem noch hier bleiben, ne? Angeklagter, 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 Angeklagter. Wollen wir es noch nicht? Schuldig. Dolf. Bauke, hiermit die Schergen. Ist die Sitzung geschlossen. Dirk. Angeklagter. Oh, ich bin angeklagt. Wann geht's denn los? 13 Uhr. Gut, dann müssen wir wohl noch so lange warten. In der nächsten Runde bauen wir trotzdem unser Patrizierhaus. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.